War denn die EU in dieser ersten Phase der Pandemie Ihrer Meinung nach zu passiv oder was hätte passieren müssen, um diese Krise am Anfang besser zu managen, europaweit? Ja, danke. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also generell, die EU und auch die Nationalstaaten waren natürlich in keiner Weise auf diese Pandemie vorbereitet. Das muss man mal vorwegstellen. Ich bezeichne das oder ich empfinde das so, wie das bei uns in Österreich war. Man kennt es, wenn man mit dem Auto fährt, fahren auf Sicht. Mehr war das nicht. Wir haben nicht gewusst, was ist dahinter. Wir haben nicht gewusst, wie geht es weiter. Und der Punkt für mich ist, wir müssen daraus lernen. Wir müssen aus dieser Pandemie, aus dieser ganz großen Pandemie, die richtigen Schlüsse ziehen. Generell muss man natürlich sagen, dass die EU wenig Gesundheitskompetenz hat. Diese Gesundheitskompetenz ist ja primär in den Nationalstaaten, also es ist ein regionales Thema. Das, was mich aber so gestört hat, dass mit Beginn der Pandemie Grenzbalken zugegangen sind. Also ich denke jetzt gerade sehr schmerzlich bei uns in den deutschen Raum. Da hat man nicht überlegt, wie schaut's in Österreich aus, wie schaut's in Bayern aus, wie sind dort die Inzidenzzahlen, wie sind die Infektionswerte. Man hat sich keine Gedanken gemacht, zum Beispiel, wie schaut das aus mit dem notwendigen Grenzverkehr, müssen wir einen regionalen Korridor machen, wie schaut das mit dem Warenaustausch aus, wie schaut das aus, mit Menschen, die Grenze passieren müssen, weil sie hier arbeiten. Oder auch zum Beispiel ganz konkret, Tobias, wir haben uns ja auch in Oberndorf Laufen getroffen. Das ist sozusagen eine ehemals gemeinsame Stadt, die jetzt sozusagen seit über 200 Jahren schon getrennt sind. Das ist eine Stadt, die arbeiten ganz eng zusammen. Und nur ein Beispiel. Man hat zum Beispiel aus dem Krankenhaus in Oberndorf, aus der Küche, hat man Essen nach Laufen gebracht. Ja? Und auf einmal war die Grenze zu und niemand hat sich überlegt, na, wie wird denn das jetzt weitergehen? Wie sollen die das Essen bekommen? Oder man hat auf einmal den Schülern untersagt, ihr dürft es nicht mehr, also von Laufen, ihr dürft es nicht mehr in Oberndorf oder in Salzburg in die Schule gehen. Also hier sind viele Dinge, die hier ganz klar nach, für mich zumindest, nach einer Regulierung, nach einer Koordination auf europäischer Ebene rufen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es kann in Zukunft nicht mehr so sein, dass einfach dann die Staaten wieder zurückfallen, Grenzen zumachen und nach dem Motto, uns ist es wurscht, wie es weitergeht. Da ist die EU ganz stark gefordert. Positiv finde ich in der Pandemie, dass die EU zentral für Europa, was die Zulassung der Impfstoffe betrifft und vor allem auch was den Kauf der Impfstoffe betrifft, dass sich die EU hier sehr stark eingesetzt hat. Natürlich hat es hier Fehler gegeben, was also die Beschaffung betrifft, die Verteilung. Noch einmal, das sind Dinge, aus denen man lernen kann, aber ich denke, es war auch ein zentrales Thema, zum Beispiel die Europäische Arzneimittelbehörde, die also ganz entscheidend für die Zulassung war. Österreich hat sich dem auch immer angeschlossen. Das sind Dinge, die positiv sind, genauso wie ich es sehr positiv sehe, dass es jetzt einen 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds geben soll, diese Next Generation EU, dieses Covid-19-Aufbaupaket. Das sind Dinge, die gut sind. Ich möchte damit sozusagen schließen, es war nicht alles schlecht. Es gibt aber viele Dinge, die aus meiner Sicht, vor allem was die Koordination betrifft, verbesserungswürdig sind. Also kann man zusammenfassen, nach einem holprigen Start ist es dann doch langsam angelaufen und das Pandemie-Management hat sich verbessert, Ihrer Ansicht nach. Würde ich so auch unterschreiben. Wir werden uns alle miteinander, wenn die Pandemie
weitgehend zurückgedrängtes in Ruhe zusammensetzen müssen. Und wir müssen auch mit den Freunden in Tschechien und in Bayern, wir müssen einfach hier viel mehr zusammenarbeiten. Und wir müssen in unseren Parlamenten darauf drängen, dass hier die Zusammenarbeit besser funktioniert und dass nicht sozusagen ein Staat einfach so, also es erinnert mich so in meiner Jugend, auf einmal wird der Balken zugemacht, also das kann es nicht sein. Und da ist ganz viel Gespräch untereinander notwendig, sowohl was es die einzelnen Staaten betrifft, als auch auf EU-Ebene müssen wir uns Koordinationsschritte überlegen, wie wir das also in Zukunft besser machen können. Hat man ja auch mehrmals zum Beispiel dann den Satz gelesen, das Virus macht nicht an der Grenze halt. Ne? Passend dazu. Wir springen nochmal kurz zurück an den Beginn tatsächlich der Pandemie. Herr Gotthardt, Sie haben ja selbst auch schon direkt in Brüssel gearbeitet bei der Europäischen Union. Der Herr Dr. Huber hat es auch angesprochen, die Gesundheitskompetenz. Hätte denn die Europäische Union überhaupt die Kompetenz gehabt, hier quasi als europaweiter Krisenmanager auch zu agieren? Ich stimme Sebastian vollkommen zu. Europa hätte in der ersten Phase, im ersten Moment nicht die Kompetenz gehabt, sich direkt einzumischen. Das war ganz klar Aufgabe der Nationalstaaten, bei uns sogar in großen Teilen der Länder, der Regionen. Europa hat an anderen Punkten versagt, oder sagen wir es anders. Europa hat vieles richtig gemacht in dieser Krise, aber an manchen Punkten beißt es aus. Ich glaube, bei den Impfstoffen war man einfach im November, Dezember bei der Beschaffung zu vorsichtig. Wir hätten damals 30, 40 Milliarden Euro mehr in die Hand nehmen müssen und mehr ordern müssen damals. Jetzt redet natürlich, das ist leicht zu sagen, rückblickend. Wahrscheinlich hätte man damals die Beamten der EU dafür verurteilt, dass sie so viel Geld zum Fenster rauswerfen. Aber wenn man es heute den volkswirtschaftlichen Schaden anschaut, den wir haben durch die langsame Impfung, ich meine, inzwischen läuft es ja, dann ist der um Vielfaches höher als das, was wir damals hätten zahlen müssen für die Impfstoffe. Also kurzum, ich glaube, Europa hat eigentlich in vielen Bereichen gut reagiert. Der Recovery Fund ist mit Sicherheit auch ein gutes Instrument. Der Aufbau von EU for Health, also der Unterstützungsmechanismus in Gesundheitsnotlagen ist auch sehr gut. Aber ich bleibe dabei, man hätte in manchen Bereichen einfach innerhalb seiner Kompetenz mehr tun können. Aber die Stunde Europas ist in dem Bereich noch nicht vorbei. Ja, es gab sicher Fehler auf der europäischen Ebene, aber mindestens in unserem Fall von Tschechien, es gab größere Fehler auf der nationalen Ebene bei der Behandlung der Pandemie. Und man muss einfach davon lernen, das wurde schon gesagt, man muss kritisch untersuchen, vom Abstand die Reaktion im letzten Jahr, die Panik im Frühling. Man muss die Kompetenzen von Europa neu denken im Bereich Gesundheitswesen. Das ist besonders wichtig. Und ich würde sagen, die kritische Position zu Europa ändert sich schrittweise jetzt bei uns mit der Impfung von Population. Die Lage verbessert sich einfach schon fühlbar. Und das sind die guten Zeichen. Also man muss davon lernen, das ist die Aufgabe von uns, von Politikern. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir jetzt mehr gemeinsam über diese Themen sprechen, auch in nationalen Parlamenten und Landesparlamenten, weil die Krise hat gezeigt, dass einfach wir mehr verwachsen sind, als wir dachten. Die ökonomisch, aber auch menschlich und die Arbeitsmärkte, die Universitäten, die brauchen sich einander. Also man muss jetzt davon eine neue Lektion entwickeln. Was ich jetzt bei Ihnen allen dreien schon rausgehört habe, ist, dass nach einem holprigen Start in diesem Pandemie-Management ja doch auch vieles wirklich gut gelaufen ist. Können wir zum Beispiel jetzt nennen, in Deutschland wurden ja auch relativ früh dann doch
immer wieder Intensivpatienten aufgenommen aus den anderen Mitgliedstaaten. Es wurde medizinische Unterstützung geschickt in die Hotspots. Und Herr Beck, Ende Februar beispielsweise gingen auch von Deutschland aus ja Impfstoffhilfslieferungen nach Tschechien, jetzt nur mal ganz als Beispiel genannt. Denken Sie denn, dass so eine Solidarität, wie wir sie jetzt da dann in der späteren Phase der Pandemie gesehen haben, dass so eine Solidarität auch zustande gekommen wäre ohne eine Gemeinschaft, ohne ein Bündnis wie die Europäische Union? Das ist schwer zu sagen, weil das ist ein Konditional, der sehr theoretisch ist. Ohne EU leben wir einfach schon lange Zeit nicht, glücklicherweise. Aber ich schätze die Unterstützung von der Seite von Deutschland und Österreich sehr hoch in dieser Hinsicht. Und das hat sicher das Bild von unseren Nachbarländern sehr, sehr gut beeinflusst. Also das war sehr nützlich in einer Phase, in der in Tschechien einfach nicht genug Impfungen gab. Das war der Resultat von den Prozedur der Verteilung in Europa und Nichtbehaltung von Verträgen von einigen Firmen. Aber diese Gäste sind ganz wichtig und ich schätze es wirklich sehr hoch. Wie hat sich denn da die Situation, was die Impfungen angeht, mittlerweile entwickelt bei Ihnen in Tschechien? Also ist man da jetzt auf einem guten Weg? Ja, es ist auf ähnlichen Zahlen wie in Deutschland oder Österreich im Moment. In dem letzten Monat geht es schon viel besser. Also da sieht sich mal wieder, dass sich diese innereuropäische Solidarität dann absolut auszahlt.